Südlich von Trondheim haben Michel und Daniela Krämer einen Ladetermin. Das in Holland lebende Truckerpaar ist schon seit einer Woche in Norwegen unterwegs. Jetzt werden Styroporelemente für Tromsø geladen. This be will be too tall for the. Have you is it all so high? Yeah, all are the same height. Okay. So I don't know. Yeah, we try that. I mean, look, I look for that. Okay, we can try. Yes, absolutely. Ich denke schon. Bisschen knapp, aber ich denke, müsste passen. Der Staplerfahrer ist sich da nicht so sicher. Und er behält recht. Michel muss umbauen. I take the board out. Die Paletten sind zu hoch und dann müssen wir sie hinten hinterlegen. Und wenn wir abgeladen haben, dann kommen sie wieder oben rein. Jetzt läuft es. Wenn auch nicht so, wie Dani es gerne hätte. Ich habe noch keinen Kaffee gehabt. Dann mach doch mal einen. Du machst Kaffee. Ich mach Kaffee. Bin ich heute. Ich zieh mal kurz den Rock an, dann bin ich die Frau. Ja, das bist du heute. Aber erstmal muss der Truck versorgt werden. Down, 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 down. Wie viel kommen noch? Zwei davon und noch zwei Blocks. Mal gucken, wie das passt. Der schmeckt unheimlich toll, mein Kaffee heute Morgen. Down? Er kann nicht down haben. Yes. Mittlerweile dauert das Beladen schon über eine Stunde. Dani sitzt noch immer auf dem Trockenen. Der Kaffee hat heute so toll geschmeckt. Oh, doppelter Espresso mit einem Schuss Milch, ne? Wird überbewertet. Wird überbewertet, ja. Nee, wir machen uns jetzt erstmal einen Kaffee. That's all the papers? That's all the papers. Great. Thanks a lot. Thank you. Thanks for loading. See you next time. See you next time. Bye. Bye. Jetzt aber. Michel schmeißt die Kaffeemaschine an. Ein Morgen mach ich den Kaffee, der andere Morgen macht Dani den Kaffee. Und ja, heute Morgen bin ich dann niemals dran. Ja, aber wie gesagt, ich mache es auch gerne, da wir beide morgens sowieso unseren Kaffee nötig haben. So jetzt, sie steht da schön in der Sonne. Sie wartet jetzt darauf, dass sie einen Kaffee bekommt. Und dann schlubbern wir ein bisschen unseren Kaffee und dann machen wir uns auf den Weg. Noch was heute? Kaffee! Wenn das jetzt nicht bald hier meinen Kaffee gibt, dann werde ich echt böse. Und dann rabbelt das auch und das weiß er auch. Was ich ja nicht ab kann, ist ja dieses scheiß Telefon immer, ne? Dieses Telefon am Kopf da, wenn man dann auf seinen Kaffee wartet. Es ist so schwierig, gutes Personal zu finden. Ja. Das war verschiedene Marke, was? Und das war das Einige. Eich. Danke, euer. Oi. Selbe, oi. Für den Obdrach? Für den Obdrach, nee, für den Obdrach war es das nicht. Nee. Oh, hol mal, hilft nichts. Ja, hilft nichts. So, haben wir nur genug zu verplempert? Was denn? Komm. Drei Huhn, zwei Gänse. Ich trinke jetzt hier meinen Kaffee. Ganzen Morgen lungerst du hier rum und jetzt machst du hier wieder einen. Du kannst auch übers Knie kommen. Da will ich sehen. Einmal Ausfallschritt. Ja. Und dann klappst du wie ein Messer zusammen. Da denkst du aber auch nur alleine. Ist nichts mehr zum Klappen, ne? Weißt ja, mit den Schlepphuden, ne? Die hängen ja weg. Da brauche ich nur bis hier. Du hast nur Millionen drauftreten. Gut jetzt. Ja. Das ist ein Running Gang zwischen uns beiden. Je älter wird, umso mehr hängt sein Huhn. Schlepphuhn. Findet er nicht witzig. Jetzt hast du wieder gemacht. Das ist von meinem Fall noch. Ja, wenn du bibbelig bist. So, rein da jetzt. Schleich dich. Schnell die Türen zumachen, auf Schloss und dann losfahren.
Sven Julitz hat für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring einen Rennwagen im Auflieger. Bei einem Lager in der Nähe der Rennstrecke wird ein zweiter Wagen zugeladen. Stopp! Die Karosserie des Rennautos besteht zu großen Teilen aus Biofaser. Nachdem das 485 PS starke Geschoss in Svens Auflieger verstaut ist, heißt es ab zur Rennstrecke. Noch 8 Kilometer, dann hat Sven sein Ziel erreicht. Boah, Alter, ich bin so aufgeregt, das ist echt unglaublich. In 3 Tagen startet hier das 24-Stunden-Rennen. Durch das alte Fahrerlager geht es zum Stellplatz. Wir gucken, dass wir so weit wie es geht hier rüberkommen. Alles klar. Pole Position. Guck dir mal den an. Ich guck direkt auf die Rennstrecke. Also, es ist ja einfach unglaublich. Hallo Nürburgring. Jetzt stehen wir jetzt direkt in der Boxengasse? Wie geil ist das denn? Wir stehen direkt an der Boxeneinfahrt. Das ist ja unglaublich. Besser kann man nicht stehen, oder? Das liegt daran, dass wir alternative Treibstoffe fahren, die aus dem Tanklaster kommen. Wir müssen hier tanken und hier unsere Boxenstopps machen, also bauen wir hier direkt alles auf. Komm, lass uns was tun. Ja, dann machen wir mal auf. Zeit zu entladen. Im Normalfall laden wir zuerst die Autos aus, weil dann können wir uns aufrecht bewegen in dem LKW und müssen nicht unter den Autos rumkriechen. Es gibt Leute, die können darunter aufrecht gehen. Warum guckst du jetzt mich an? Wieso? Nein, ich hab geguckt. Hast du? Ich hab's gesehen. Ich hab nur geguckt, ob du das Zelt festhältst. Ich hab's gesehen. Und ja, aber um es den anderen einfacher zu machen, tun wir erst die Autos raus. Kann ich auch nichts für. Ich hab's genau gesehen. Nein. Für das zweite Auto ist die Hilfe von Kollege Lasse gefragt. Ich bin der Dünnste und der Kleinste, ehrlich gesagt. Solange du ein rechtes Bein hast zum Bremspedal treten und irgendwie da hinten reinpasst, geht das eigentlich. Trotzdem, auch für Lasse ist der Einstieg nicht leicht. Der 1300 Kilogramm schwere Rennwagen wird vorsichtig aus dem Auflieger gezogen. Er kostet 130.000 Euro. Trucker Sven ist eigentlich Kühlerfahrer. Dieser Auftrag ist für ihn absolutes Neuland und die Erfüllung eines Traums.